Die Initiative verfolgt hehre Ziele, sie schießt aber mit dem Instrument völlig übers Ziel raus. Bei einer allfälligen Annahme der Initiative würden sowohl die grossen wie vor allem auch die kleinen Unternehmungen in der Schweiz müssen beweisen, dass sie eben ihre Zulieferer und auch die Zulieferer von den Zulieferern würden kontrollieren. Das heisst, es sind eben auch die kleinen Unternehmungen davon betroffen. Das ist gerade für die kleinen Unternehmungen fast nicht stemmbar, weil die grossen würden dann einfach ihre Verantwortung vertraglich auf die kleinen überwälzen. Und das würde dann dazu führen, dass die das finanziell und administrativ faktisch gar nicht mehr stemmen können. Darum werde ich am 29. November ein Nein in die Urne gegen die Unternehmensverantwortungsinitiative rühren.